Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Ja, Freunde, wie ihr schon am Titel gesehen habt, mein Amazon-Konto wurde einfach mal gesperrt. Am 3. Oktober habe ich das Konto neu eröffnet und siehe da, am nächsten Tag war es schon gesperrt. Was kann der Grund dafür sein? Das sollte eigentlich die E-Mail klären, die ich von Amazon bekommen habe. Aus dieser geht aber leider nicht so viel hervor, denn es ist wirklich schwer zu verstehen, was genau gemeint ist. Anscheinend steht da noch ein anderes Konto in Verbindung, warum das Konto jetzt gesperrt wurde. Das könnte der Grund sein, ja, denn ich habe schon 2017 ein Konto eröffnet und habe damals schon ein bisschen Probleme mit Amazon bekommen. Und ja, darauf wollte ich natürlich nicht sitzen bleiben und dann habe ich Amazon einfach mal beiseite liegen lassen und habe mich mit anderen Plattformen beschäftigt. Und siehe da, hat aber dann nach einer Zeit jemand eine E-Mail-Adresse auf diesem Konto geändert und dann habe ich mich eingeloggt und habe gesehen, okay, eine E-Mail-Adresse ist wirklich geändert worden, also wurde das Konto wohl gehackt. Dann habe ich Amazon gebeten, dass die mir dieses Konto sperren bzw. komplett löschen. Da habe ich lange kämpfen müssen und irgendwann ist es dann auch passiert. Das Konto wurde gesperrt. Nun kann es sein, dass der Grund dafür ist, dass das andere Konto gesperrt ist und ich jetzt mit meinem Namen, wobei ich mit meinem Firmennamen das Ganze auch eröffnet habe, aber mein Geschäftsführername da natürlich auch noch identisch ist mit dem alten Konto, kann es sein, dass die immer noch denken, okay, vielleicht wurde hier ein neues Konto eröffnet und das sind die Hacker von damals. Ja, könnte sein. Gut, finde ich gut in erster Linie von Amazon, dass das auch so gemacht wird, dass da wirklich auf Sicherheit geachtet wird. Dennoch würde ich Amazon bitten, vielleicht nehme ich ja irgendeinen Einfluss darauf, wirklich sich mal konkret zu äußern, was genau das Problem ist. Ja, vielleicht ist das aber auch eine Sicherheitsmaßnahme, um es dem Hacker, den Betrügern da es nicht zu leicht zu machen. Man weiß es nicht. Ja, aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Mein Konto ist gesperrt und ich habe die Mail geschrieben, auf die in der E-Mail angegeben war und habe natürlich wieder um Aktivierung des Verkäuferskonto gebeten. Jetzt warte ich schon seit fast eine Woche, warte ich auf die Rückmeldung. Bis jetzt hat sich leider noch keiner gemeldet. Eigentlich sehr traurig. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da noch weiter rangehen soll, ja. Dennoch aus Forums habe ich herausgefunden, man sollte da nicht zu viel nachfragen. Also, um wirklich nicht das Ganze noch weiter in die Länge zu ziehen, sollte man drei Punkte beachten. Und zwar genau den Vorgang folgen, wie es in der E-Mail beschrieben ist. Das heißt, nicht irgendeine andere Kontaktaufnahme starten, selbst da irgendwie was herausfinden, sondern die E-Mail-Adresse, die euch zur Verfügung steht und die Kontaktaufnahme aus der Mail, bitte auch anwenden. Das sollte das Ganze auch an die richtige Abteilung bringen. Des Weiteren, wenn man länger keine Rückmeldung bekommt, sollte man nicht immer wieder nach dem Status nachfragen. Und das Dritte wäre zum Beispiel, dass man nicht immer wieder neue Anfragen sendet. Was ist denn da jetzt los? Wie sieht mein Status aus? Und so weiter und so fort. Also denen reicht wohl eine E-Mail, diese übersehen die anscheinend nicht. Ja? Wobei, vielleicht tun sie es doch. Aber gut, man hofft, dass die es nicht übersehen, denn erfahrungsgemäß sagt man, wenn man immer wieder eine neue Mail an Amazon schreibt, dann würde man wieder immer weiter zurückgeschoben werden. Ja? Das heißt, man ist vielleicht fast an der Reihe, seine E-Mail beantwortet zu bekommen und dann schreibt man eine neue und dann wird der Vorgang quasi wieder zurückgeschoben, weil man hat sich jetzt nochmal neu an Amazon gewendet. Okay, was wäre das andere? Das andere wäre natürlich versucht, die Texte so kurz wie möglich zu fassen, die Antworten so kurz wie möglich zu fassen, denn die E-Mails
werden nicht maschinell beantwortet, sondern durch einen Mitarbeiter. Wenn ein Mitarbeiter da jetzt so einen richtigen Roman bekommt, ist es anscheinend schon oft vorgekommen, dass er darauf keine Lust hat, das Ganze durchzulesen und dann einfach weiterklickt und dann bekommt man wieder die gleiche Mail mit den gleichen Bestimmungen, sich irgendwie an Amazon zu wenden, um das Problem zu lösen. Denn die Mitarbeiter da haben bestimmte Vorgaben und müssen in einer bestimmten Zeit jede E-Mail bearbeitet haben. Und dann ist es natürlich unpraktisch, wenn man da so einen Roman bekommt. Aber gut, das sind die Tipps, die ich jetzt so habe für euch, die ihr vielleicht anwenden könnt. Ich hoffe, sie helfen euch weiter. Wir loggen uns mal eben ein in mein Seller Central und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. So, nun habe ich mich in mein Amazon Seller Central angemeldet und sehe das Ganze hier. Soweit sieht das aus. Wir sehen hier den Kontostatus unten ist eingestellt. Okay. Wenn wir darauf klicken, dann kommen wir hier zu der Verkäuferleistung, zu der Übersicht und sehen hier oben, Ihr Konto wurde deaktiviert. Okay, hier können wir uns den Antrag anzeigen lassen, den wir an Amazon weitergeleitet haben. Da können wir dann auch antworten, ja. Wenn ich dieses Problem löse, werdet ihr auf jeden Fall von mir hören, wie ich das gelöst habe, so dass ihr es bei euch anwenden könnt. Habt ihr eventuell so ein Problem schon mal gehabt und habt das auch lösen können, dann freue ich mich natürlich über einen Kommentar. Damit helft ihr mir und auch anderen, die solche Probleme gehabt haben. Und generell vielleicht noch andere Tipps, wie man mit einer Kontosperrung von Amazon umgehen kann. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tue das jetzt. Drücke auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Denn hier bearbeiten wir genau solche Fälle und helfen uns gegenseitig, uns hier wirklich zum erfolgreichen Verkaufen zu führen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute, viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Mal.